Wenn du unten stehst, hat der Toni einmal gesagt, ganz unten am Fuß der Wand und hinaufschaust, dann fragst du dich, wie kann jemand da hoch? Warum soll das überhaupt einer wollen? Aber wenn du oben bist, Stunden später und runterschaust, dann hast du alles vergessen. Bis auf den einen Menschen, dem du versprochen hast, dass du wiederkommst. Eigermordmann, so nennt manch einer die gefährlichste Felswand der Alpen. Doch Deutschlands Fliegerlegende Ernst Udet nähert sich ohne Furcht bis auf 20 Meter dem eisigen Gestein auf der Suche nach den verunglückten Münchner Berghelden Max Mehringer und Karl Sedlmeier. Nach tapferem Vormarsch ins Zentrum der Wand übermannte die furchtlosen Kämpfer der Tod in Biwak-Schlan. Nach der Tragödie hat der Kanton Bern die Begehung der Nordwand unter Androhung von Bußen strikt untersagt. Ob dieses Stück Papier die deutsche Jugend wirklich aufhalten wird? Vor den Olympischen Spielen in Berlin vernimmt die stolze Jugend in der Drohung des Berges auf die Lockung, die Herausforderung ihres Könnens. Denn dies steht wohl fest, die Bezwinger der Nordwand wird dereinst der olympische Lorbeer kränzen. Und so schallt in diesen Tagen ein Ruf durch Europa. Angriff auf die Eiger Nordwand. Das letzte Problem der Alpen muss fallen. Hallo? Sekunde bitte. Berliner Zeitung, was kann ich denn sagen? Was ist mit den Gemeinden der Region? Diese Kaffs da heißen. Was ist da dran? Der Kollege Schlüter und ich haben alle Alpen vor einer durchtelefoniert. Fehlanzeige, bis jetzt jedenfalls. Kann sein, dass vielleicht noch ein bisschen früh im Jahr ist für, na, Bergsteigen. Naja, vielleicht kommen die Nordwand-Aspiranten heuer vom Prenzlauer Berg. Lebenswürde soll es doch überall geben. Wissen Sie, was das ist, Arau? Nein, noch nicht, Chef. Mitteilung an der Reichspressestelle. Also, weisen Sie hiermit die zuständigen Redaktionen an, das Thema der Erstbesteigung mit größter Aufmerksamkeit zu behandeln. Dafür sind Sie zuständig. Wenn Sie mir nicht bald einen deutschen Erstbesteiger bringen, dann klettern Sie selber hoch. Henrik, was ist mit den beiden aus Berchtesgaden? Da stand doch was in der Lokalzeitung. Na komm, erinnere dich mal. Da, zwei Gebirgsjäger, glaube ich. Und der eine hieß, wartet mal, der hieß, Hinterstoißer, genau. Hinterstoißer hieß der eine und der andere, der Henry. Kurz. Was? Kurz. Was kurz? Andi Hinterstoißer und Toni Kurz. Die meint der Herr Henze. Kraxeln auf alles rauf, was hoch ist. Haben nichts anderes im Kopf schon, seit sie Buben waren. Da, zählen wir doch mal eins und eins zusammen. Wovon träumen die beiden wohl seit frühester Kindheit? Von einem Realschulabschluss, Henze? Entschuldigen Sie, Chef. Vom Eiger natürlich. Erstbesteigung, Olympiagold, etc., etc. Und woher wissen Sie das von den beiden, Fräulein? Fellner. Ich komme auch aus Berchtesgaden. Ich bin mit den beiden aufgewachsen, sozusagen. Ich weiß fast alles von denen. Ach ja? Alles? Gegen Mittag erreichten wir nach hartem 27-stündigem Kampf den Ausstieg und drückten uns still die Hände. Hart war der Kampf, der uns das Leben wieder schenkte, denn wer nicht setzt das Leben ein, nie wird ihm das Leben gewonnen sein. Genau, ein Bergpoet, ihr Gefreiter Kurz. Das auch noch. Dürften aber auch wirklich was auf dem Kasten haben, ihre Jungs. Göll, Nordwand, Matterhorn, Wartsteinkante. Das war eine Erstdurchsteigung, ein ganz schwerer Aufstieg. Jetzt im Mai. Haben alle für unmöglich gehalten, dass man da high raufkommt. Alle Achtung! Warum sind die beiden dann nicht im Berner Oberland und machen den Eiger?
Weiß ich nicht. Ach, das weiß ich nicht. Mann, Fellner, kommen Sie mal her. Hier. Gehen Sie mit zur Kasse, lassen sich 40 Mark Spesen ausbezahlen und dann gehen Sie ins Materiallager und holen sich eine Retina. Und dann ab nach Berchtesgaden. Einen schönen Gruß an Ihre Jugendfreunde. Sagen Sie, das Deutsche Reich, allen voran unser geschätzter Chefredakteur, zählt auf Sie. Wie bitte? Besorgen Sie mir eine schöne Geschichte, Kännchen. Na los. Sag mal, deine beiden Bergpajowanen, sehen die eigentlich halbwegs aus wie deutsche Helden? Deutscher und heldenhafter als wir beide zusammen. Hintersteuer, kurz! Haben wir jetzt gelernt, was Zapfenstreich heißt? Oder seid ihr beide immer noch der Meinung, dass man beim Herumkraxeln nicht auf die Uhr schauen muss? Herr Hauptfeldwebel, wir haben gar keine Uhr. Ja, wenn das so ist, Hinterstößer, dann sag ich dir jetzt, wie lange es für euch zwei heute noch bis Dienstschluss geht. Nämlich genau 4 Pissrinnen im Stabsgebäude, 2 Mannschaftslatrinen im Block 5 und ein Fußboden im Offizierscasino. Weitermachen! Herr Hauptfeldwebel, wir haben gar keine. Gratuliere. Hallo Hitler. Servus. Andi, hier geht's nicht weiter. Lass uns unten queren. Ach komm, geht nicht, gibt's nicht. Aha. Thank you.
Schleuser, du schwere Sau! Hast du wenig Liegestütze, Kurz? Die Idee war nicht schlecht, oder? Aha. Vielleicht nicht ganz ausgereift, aber naja. Ich muss endlich mal Haken schlagen lernen. Berghall, Kamerad. Berghall. Nur auf die neue Hinterstoßer Kurzroute. Der Rainer, die machen das. Was? Ach komm, Toni, du weißt, wovon ich rede. Die beiden machen den Eiger. Wenn's mein... Komm, Toni, alles, was recht ist, aber die beiden schnupfen mit links. Hä? Ich kenn dich, du willst den Eiger doch auch machen. Warum haben wir den Südabsturz gemacht am Untersberg? Hä? Du hast selber in der Zeitung geschrieben... Ich weiß, was ich geschrieben habe. Schiss? Hä? Ich hab vor gar nichts Schiss. Bis dort vor kurz. Ich bringe Ihnen das Tonilein wieder zurück. Schön, dass ihr gesund zurück seid. Wir haben Besuch. Aha. Ja, da. Die Jacke trage ich aber sonst nicht bei der Arbeit. So, das macht nichts. Das wirkt fescher für die Zeitung. Luise. Komm her. Grüß dich. Lass die anschauen. Grüß dich. Also, ja. Das Ausschauen tust du wie ein richtiges Großstadtmädel. Ja. Ja. Oh, du bist abgerutscht. Ja. Und, wie ist Berlin? Laut und teuer. Das glaube ich. Grüß dich, Toni. Servus, Luise. Die Luise ist jetzt Fotoreporterin. Volontärin, Frau Kurz. Aha, und was macht man da so? Naja, jetzt am Anfang erstmal Kaffee kochen, hauptsächlich für die Redakteure. Na bitte, immerhin. Ja, genau, immerhin. Bring mal das Zeug rein. Jetzt kommst du aber doch mit heute Abend, oder, Toni? Jetzt, wo die Luise auch mitkommt? Wohin komme ich mit? Andi ist immer noch derselbe, oder? Ja. Lässt nichts anbrennen. Und du? Seit wann rauchst du? Schon länger. Na, ihr zwei? Einen Artikel im Berchtesgadener Anzeiger gelesen. Wirklich toll. Mein Chef übrigens auch. Die reden schon über euch in Berlin. Über uns? Naja, über die guten Bergsteiger halt, die es so gibt. Diesen Sommer ist Olympia und dann machen es einen Mordswirbel wegen der Eiger Nordwand. Die wollen unbedingt Berichte über die Erstbesteigung. Das soll ganz groß rauskommen. Deswegen bist du da. Die haben gesagt, ich soll die Geschichte machen. Grüß euch.
Servus, Luise. Na, wieder im Lande? Nur vorübergehend. Die Luise macht jetzt eine Riesenkarriere in der Reichshauptstadt Erlberger. Das würdest du auch gern, oder? Ich bin da, wo der Führer mich braucht. Ich weiß auch nicht, warum die mir das zutrauen, aber das wäre doch toll. Stellt euch doch mal vor, ihr schafft das. Dann seid ihr auf der Titelseite. Berchtesgadener Helden bezwingen das letzte Problem der Alpen. Dann kennt ganz Deutschland euren Namen. Meine Rede. Wir sind auf der Titelseite und du musst nie mehr Kaffee kochen. Ja, nur für mich. Ja. Das wird sicher eine super Reportage, wenn du das machst, Luise. Nur leider nicht mit uns, weil wir den Eiger auslassen. Was? Ihr lasst den Eiger aus? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ich kenne euch doch. Wenn du dich so gut auskennst, hast du sicherlich von Max Sedlmayr und Karl Mehringer gehört. Wir haben die beiden gekannt. Zwei erstklassige Bergsteiger. Der ist nicht umsonst ein Mordwand. Du hast in einer Minute strahlenden Sonnenschein, in der nächsten bist du schon mitten im Schneesturm. Oder es haut dir eine Lawine oder ein Stein an den Schädel. Das hat überhaupt nichts mit Klettern zu tun. Da kannst du der Beste sein. Das ist eine Lotterie und deshalb lassen wir den Eiger aus. Bin jetzt eh müde. Ich geh heim. Andi, vergiss nicht den Zapfenstreich. Luise, viel Erfolg. Wir sehen uns. Was war jetzt? Mir tun lieber Latrinen putzen. Das habe ich früher auch immer gemacht, wenn wir im Berg waren. Was? Dir nachlaufen. Toni, ich hätte halt auch gern was, worauf ich stolz sein kann. Und wenn die meine Geschichte bringen, dann... Das musst du doch verstehen. Verstehe ich auch. Nun musst du dir halt andere Bergsteiger suchen. Du bist so ein Dickkopf. Ich habe trotzdem immer auf dich gewartet. Das geht schneller, sehr viel schneller. Ottos, faule Schweine. Und gefällt's am Idiotenhügel? Komm, jetzt lass mich in Ruhe. Nicht quatschen, raufklettern. Ich hab geglaubt, wenigstens das könnt ihr. Schneller. Danke. Nächste. Was ist? Kein Hunger. Sag mal, Andi, wie lange willst du denn eigentlich noch sauer auf mich sein? Wie lange willst du die noch verstecken, weil du zu feig bist für die Tour? Du und ich, wir könnten die Ersten sein, die da oben stehen. Und darum geht's aber nicht beim Klettern. Doch, genau darum geht's. Der ganzen Welt beweisen, was man kann und wer man ist. Du musst niemandem was beweisen. Ich kletter für mich, verstehst du, nur für mich. Das kam heute früh aus München. Das habe ich mir alles viel größer vorgestellt. Ich meine, an so einem winzigen, was weiß ich, wie das überhaupt heißt. Mauerhaken. Wie auch immer. Das muss ich mir vorstellen. An so einem winzigen Ding hängt ein ganzes Menschenleben. Muss man wirklich wollen, sowas. Die beiden kneifen, habe ich recht? Woher wissen Sie das? Das wichtigste Werkzeug des Reporters. Die nächsten, bitte. Willi Angerer und Eddie Reiner sind zwar Österreicher, aber dafür stramme Parteigenossen. Und als Bergsteiger anscheinend ziemliche Kanonen. Wir haben ihr Zelt schon unterm Eiger aufgeschlagen. Ich werde mir in den nächsten Tagen erlauben, den Herren mal einen Besuch abzustatten. Verstehe. Ach, von Fellner. Ein andermal. Ja.
Sonderurlaub. Bis Ende Juli. Bist du jetzt vollkommen übergestappt, Hinterstoßer? Begründung? Privatangelegenheit, Herr Hauptfeldwebel. Hör auf, mich zu verarschen, Andi. Ich bin nicht blöd. Herr Hauptfeldwebel, die Sache ist die... Ich weiß, was Sache ist. Urlaub abgelehnt. Wegtreten. Bitte um die Erlaubnis sprechen zu dürfen, Herr Hauptfeldwebel. Es geht um eine Hochzeit. Na, du hast mir gerade noch gefehlt, Kurz. Also, wer heiratet? Ich, Herr Hauptfeldwebel. Du. Und der gefreite Hinterstößer ist als mein Trauzeuge vorgesehen. Raus! Beide! Wenn wir keinen Urlaub bekommen, nehmen wir unseren Abschied. Heil Hitler! Servus. Servus. Toni? Wieso hast du dich jetzt doch anders entschieden? Weil es nicht stimmt, was ich gesagt habe. Ich kletter nicht nur für mich. Und irgendwer muss ja auf dich aufpassen. So, Mauerhaken haben wir jetzt genug. Jetzt brauchen wir noch 10 lange fürs Eis. Steigeisen, Eisbeile, 15 Karabiner, 2 Pickel, kurz und lang, 2x30 Meter Seil, 2 Rebschnüre, 2 Reb... Schreibt man das nicht mit Bertha? Ist doch egal. Hm. 2 Benzinkocher, 1 Liter Benzin, ein Bakelmeter und so weiter und so weiter. Wie viel? 60 Mark mindestens. Hm. Plus 15 für die Zugfahrt, extra. Was für eine Zugfahrt? Wir fahren mit dem Radl. So reicht mit dem Radl in die Schweiz. Sind ja auch nur 700 Kilometer, hm? Augenblick. Ja. Verdammt. So spät noch hier? Ja, also der Herr von der Fotoredaktion, der... Ja, was ist mit dem? Ja, genau, also der... hat mir erlaubt, dass ich dann nachts nach Redaktionsschluss noch meine Bilder machen kann. Sehr schön. Wirklich. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Sie machen ganz hervorragende Fotografien, Frau Fellner. Danke. Waren Sie schon mal in der Schweiz? Nein. Sauber. Morgen müssten wir eigentlich da sein. Freust du dich auch schon? Nee. Ich sehe sie genau vor mir. Wen? Die Braut. Fesch. Sehr fesch. Nur ein bisschen groß neben dir. 3970 Meter. Nur Stein und Eis. Lieber auf den ersten Blick, oder? Weiß nicht so genau. Hier, das ist der Streckenverlauf. Es geht durch die Wand, durch den Fels, durch der Tunnel, bis rauf zum Jungfrau. 3457 Meter. Alle Achtung. Jetzt schau dir einmal diese Landschaft an. Ist das nicht prachtvoll? Mhm. Ausgesprochen prachtvoll. Geschatzel, du hast dir gar nicht hingeschaut. Die Mittelstation. Genau hier liegt unser Hotel. 4 Sterne. Über 2000 Meter. Berge kann ich auch an der Riviera sehen. Vom Strand aus. Da ist er. Ganz ordentlicher Hügel, weißt du? Friedescheinig. Stiege der Jungfrau
Papa. Wir führen die Bergtouren zum Eisbär. Was für ein Zirkus! Kolossal! Kommen Sie! Wir führen die Bergtouren zum Eisbär. Schau, Schatzel, da hast du dein Meer. Bleib die Tour auf die Jungfrau. Zum Alter, wo man auf Jungfrauen klettert, bin ich raus. Gletscherwanderung. Hören Sie mal, Frau Kollegin. Arturo Sandri und Mario Menti. Ciao. Wer sind denn die beiden? Schon wieder zwei Geisteskranke. Ja. Im Zug rauf, im Sarg runter. Können wir noch raus? Ja, ordentlich Hütte, was? Wissen, was das Beste ist? Geht alles auf Späß. Grüß Gott. Arau. Der Herr Arau. Ja? So, wir haben Ihnen ein herrliches Zimmer mit Blick auf die Wand reserviert. Danke. Frau Gemahlin wird begeistert sein. Schön wär's. Leider nur Kollegen. Aha. Ja. Himmel, pardon. Ciao. Ist ja ganz schön ein Almauftrieb da herum. Mutter so verrückte wie du. Na, schönes Zimmer? Ja, sogar mit Badewanne. Tatsächlich. Die da drüben hast weniger gemütlich, schätze ich. Senti, Mario, dov'è il martello? L'hai visto? Adami qua. Ich mach uns gleich mal Feuer und koch uns was. Haust du die restlichen Pflöcke rein? Sag mal, sind wir zwei eigentlich verheiratet? Nicht reden, Hase, arbeiten. Nein, jetzt weiß ich, du erinnerst mich an meine Mutter. Ich bin deine Mutter. Großmutter. Schwiegermutter. Genau das ist er. Der deutsche Bezwingergeist, der sich so eindrucksvoll im Kampf mit dem Berg manifestiert. In der Seilschaft, verbrüdert auf Leben und Tod, träumt der Bergsteiger von Eis und Fels. Verstehen Sie, Teuer? Sie müssen als Leser das Gefühl haben, dass Sie dabei waren. Das macht eine richtig gute Reportage aus. Der deutsche Recke träumt von Stunden, da er kämpft, den Weg zum Gipfel sucht, bis ihm dereinst die Welt zu Füßen liegt und nichts mehr über ihm ist als die Unendlichkeit. Na, Mahlzeit. Also, mir gefällt sowas. Ja? Ja, dir gefällt ja auch Richard Wagner. Naja, wie auch immer. Wenn die Fotos spektakulär sind, ist der Text sowieso Schnuppe. Ah. Die Schlösserei von den Franzosen gesehen. Damit kommen die nicht mehr bis zur Roten Flut. Und die Ithaka, die haben gar keine Eishaken. Na, schau mal, wer da ankommt. Die Herren Angerer und Rainer aus Salzburg. Grüßt euch, Burschen. Da schau her. Hey, Ledler. Mhm. Wir haben uns schon gefragt, wo ihr bleibt. Ihr sollt immerhin nach Fachleute treffen hier. Und? Heute schön in der Wand gewesen? Ja, bist du halt vorklettern? Nein. Pilze sammeln. Wie weit seid's gekommen? Beim Pilze sammeln? Was gibt's denn heute Gutes? Graupensuppe. Sagen Sie, der deutsche Bergsteiger träumt sich also in die Unendlichkeit. Das ist hochinteressant. Ist das eigentlich rassisch bedingt? Ich frage mich, wohin denkt sich dann, sagen wir, der Österreicher? Heim ins Reich. Zumindest die Arie unter ihren Landsleuten. Weiß ja nicht, inwieweit das auf sie zutrifft. Ich habe von Bergsteigern gesprochen. Die sind sowieso eine eigene Rasse. Hm? Habt ihr eigentlich kein Heimweh nach Österreich? Das ist Schuschnick. Der macht's eh nicht mehr lang. Wenn der Anschluss kommt, sind wir wieder daheim. So schnell können die gar nicht schauen. Und dann tanzen die nach unserer Pfeife. Dann sind wir dran. Na ja. Ich würde es nicht so leicht wegstecken, wenn ich nicht mehr zurück könnte. Schau dir unsere Schlosserei an.
Stahlhacken, Lietzner-Seile, nur das Beste. Hat alles dir es abbezahlt. Und was müsst ihr dafür machen? Als Erste oben sein. Die Tunnelstrecke hat eine Gesamtlänge von 7,4 Kilometern und die Bauzeit betrug insgesamt 15 Jahre. Kostenpunkt? 16 Millionen Schweizer Franken. Diese Bretterwand zum Beispiel verschließt eines der Stollenlöcher, die direkt in die Nordwand hinausführen. Daraus haben sie bei der Bauzeit den Bauschutt direkt in die Tiefe gekippt. Wir befinden uns übrigens knapp 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Nein. Da sind Sedlmayr und Mehringer eingestiegen. Und dann einfach schnurgerade hoch auf der Ideallinie. Das dauert halt ewig. Musst jeden Meter einen Haken setzen, so steil wie das ist. Ich glaube, wir sollten schräg hoch. Richtung Stollenloch. Ah, und da das Depot einrichten. Genau. Biwaksäcke, Eishaken, Proviant und so weiter. Vorsicht, die Herrschaften. Unwahrscheinlich, das geht ja ewig weit runter. Knapp 1000 Meter, gnädige Frau. Schatzl, hast du gehört? Danke, danke. Ich glaub's auch so. Dass sich jemand freiwillig da rauswagt. Muss man wollen, sowas. Dann quer durch den Riss da bis unter die rote Flut. Mhm. Dann erstes Eisfeld, zweites Eisfeld, dann da übers Bügeleisen die Rampe hoch. Dann kommt die Spinne, hier eine gescheite Ausstiegsrinne finden zum Gipfeleisfeld und dann Halleluja. Haben Sie das gehört? Wie bitte? Sie haben es nicht gehört. Ach, Achtung! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Herrgott, noch mal. Was machen Sie denn? Ich hab's ja gewusst. Was? Ich war genau wie Sie. Als ich anfing. Alles um einen herum vergessen, wenn man was will. Hey! Was macht ihr denn noch da? Ah ja. Sind Sie jeden Tag hier oben? Jeder Tag und jede Nacht. Ah ja. Setzt euch. Ich mache Tee. Wolf Hellner, kommen Sie. Sie haben doch sicher auch einen Namen, ne? Von Almen. Wie war das? Von Almen. Der sieht unheimlich aus, der Berg. Finden Sie nicht? Er ist unheimlich. Kennen Sie die Sage von dem Riesenoger? Wie heißt der Kerl? Von dem hat der Berg seinen Namen. Eiger, Oger, verstehen Sie? Nach der Legende haust der Oger im Fels und verschlingt jeden, der ihm zu nahe kommt. Das ist keine 5 Meter. Na und? Ein paar Seillängen noch, dann sind wir unter dem Stollenloch. Haken schlagen, Depot einrichten, fertig. Bis zum Mittagessen sind wir wieder unten. Und? Was gibt's? Traubensuppe. Schon wieder? Ich bleib hier oben. Thank you.
Da oben war noch kein Mensch. Das wird sich ändern. Unser Einstieg. Was ist los, Dicker? Hey. Andi. Bergheil, Kamerad. Ja, haut ab. Vous êtes en train de partir? Et pourquoi? Boah, c'est trop dangereux. Quand on voit le temps, il va changer. C'est la mort. Plus sérieux. Un peu dramatique. Voilà. Was haben Sie gesagt? Ist denn zu heikel? Sie sagen, das Wetter kann jederzeit umschlagen. Was heißt das? Ja, wenn die Österreicher jetzt ebenfalls schlapp machen, dann wird sich der Chef allmählich fragen, wozu er unsere Spesen zahlt. Luise? Andi? Was machst du denn da? Hä? Naja, arbeiten. Das ist mein Kollege, der Herr Arau. Freut mich, Henry Arau, Berliner Zeitung. Andi Hinterstoißer, Berchtesgadener Gebirgsjäger. Ade. Ich dachte, Sie pfeifen auf den Eiger. Hm. Wer geht denn jetzt mit dir mit? Was glaubst du? Der Toni? Ah, schaut so aus. Na bitteschön, Großangriff auf die Eigerwand mit deutscher Seilschaft. Darf ich Sie auf einen Umtrunk ins Bevue einladen? Ja. Also ich meine, nachdem Sie sich ein bisschen umgezogen haben. Naja, ich könnte mich rasieren. Diese ganzen Eisenhaken für die Eisfelder. Eishaken für die Eisfelder. Ich meine, das ist auch Mordsgewicht, was man damit hinten nachschlagen muss, ne? Ein Teil davon ist schon vorher im Depot, da kostet das nicht so viel Kraft. Ihr macht eine Rekognoszierung? Haben wir schon. Bis wohin? Bis unter die rote Flur. Aber das ist ja ganz abseits von der Sedlmayr-Route. Wir nehmen auch unsere eigene Route. Ich verstehe nichts. Aber ich finde das abenteuerlich. Also gut. Dann trinken wir jetzt auf das Abenteuer, Herr Schöfti. Solange es sich nur um einen großen Kalkhaufen handelt, der von den deutschen Helden in Angriff genommen und besetzt werden soll, kann es mir recht sein. Stolz, Herr Landauer, stolz, darum geht es hier. Stolz darauf sein, sich einer Herausforderung zu stellen, ob im Sport oder in der Politik. Darauf erhebe ich mein Glas. Jawohl. 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 Also ich möchte auch auf was anstoßen. Darauf, dass ihr alle heil wieder zurückkommt. Das ist doch das Wichtigste. Das wollten Sie doch sagen, Herr Arau, stimmt's? Ja, ja, darauf trinken wir. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Und jetzt erzählt doch mal von eurer gemeinsamen Jugend in den Bergen. Das ist doch tolles Futter für die Geschichte. Futter kriegen wir uns eigentlich nur die Tiere. Das ist jetzt genauso wie früher. Die waren auch immer die Frechsten. Ist das nicht ja? Kolossal einsam in diesen luftigen Höhen? Nein. Und ich wollte immer ganz genauso sein wie Sie. Aber meine Kameraden dabei. Ja, richtig. Natürlich. Ich wollte ihnen alles nachmachen. Und die mussten mir alles zeigen. Können Sie sich das vorstellen? Zum Beispiel, wie man Forellen mit der bloßen Hand fängt. Das ist ganz schön schwierig. Aber sehr glitschig. Ja. Ganz, glitschig. Ja, das ist ganz schwierig. Oder wie man ein Zelt aufbaut. Mhm. Dann mit den Armen. Oder Seile? Ja, genau. Später dann, wie man Seile aufwickelt, wie man Haken in die Wand schlägt, wie man die besten Köpfe und Hüfte findet. Ja, und eigentlich hatte ich nie Röcke an, immer nur Lederhosen. Das stimmt. Ja. Das ist doch wunderbar. Erzählen Sie weiter. Kommen Sie. Wo haben Sie das gelernt? Haben Sie sich das selber beigebracht? Ich hatte früher eine Klavierlehrerin. Die hat mich immer geohrfeigt. Und dann habe ich aufgehört und nur noch im Lokal gespielt. Im Lokal? Ich will nur sagen, danke für die Einladung. Willst du nicht noch bleiben? Jetzt wird es doch gerade erst lustig. Das ist schon spät. Ganz der Sportsmann. Hm? Immer diszipliniert. Kein Lotterleben wie wir Stadtmenschen, habe ich recht? Muss halt jeder selber wissen, was er macht. Ja, stimmt.
muss jeder selber wissen. Man muss im Leben etwas wagen. Dann ist das alles ein Kinderspiel. Drum hör mir zu und lass dir sagen, nur nicht verzagen, das bringt nicht viel. Das Leben muss doch manchmal neu sein, nur nicht so scheu sein. Hab doch nur Mut, wir wollen feiern, lachen und dumme Sachen machen. Dann wird's am Ende alles gut. Immer ran und niemals schlafen, denn der Wald wird rosselreit. Denn Gott rennt wo voran und richtig starten, fällt ins Blaue hinein. Immer ran und die Rufen schreien, denn der Schild steht dir zurück. Immer ran, vorwärts bleiben wir auf dem Weg ins große Glück. Das wird schon noch. Was denn? Wissen Sie, was traurig ist? Dass uns die wahren Dramen immer vorenthalten werden. Wie meinen Sie das? Na, uns und den Lesern. Wir berichten zum Beispiel von der Belagerung des Eigers vorher, vermelden vielleicht den Gipfelsieg hinterher. Aber was da draußen wirklich vor sich geht, das können wir nur erahnen. Ich wünsche mir, es wäre schon vorbei. Ich wünsche mir, es würde endlich mal losgehen. Toni, ich wollte ja gestern eigentlich schon sagen, dass er das ein bisschen Schnips war. Wäre mir recht, wenn du darauf aufpasst. Aber das hast du doch immer mit, wenn du am Berg bist. Zu viel Gewicht. Zu viel Gewicht. Kann die Tour ja auch hinterher eintragen. Ja, schon. Da ist alles drin, was ich je gemacht habe. Ist mir schade, wenn es verloren geht.
Andi! Wach auf! Es geht los. Ja. Ja, es geht los. Mensch, mach nicht so einen Krach. Du wächst die Konkurrenz auf. Geht doch gut los, oder? Was ist? Nix. Komm, weiter. Du steigst vor. Pass auf! Riechst du das? Schwefel. Stinkt wie der Teufel. Auf die Spuren uns nach oben. Bevor die übers erste Eisfeld kommen, sind wir 100-mal an den Strebern vorbei. Schau, wir sind schon gleich am Depot. Ja, wenn es noch da ist nach dem Wetter. Schlimmer sein können, hä? Scheißdreck. Was ist? Steigeisen sind weg. Ist eh nicht so viel Eis. Stufen schlagen. Halleluja. Hat sich am Fuße der Eiger Nordwand endgültig die Spreu vom Weizen getrennt. Absatz, Handels. Können Sie mal Aschenberg gehen? Danke. Zwei Seilschaften sind heute am frühen Morgen mit voller Ausrüstung in die Wand eingestiegen. Die Gefechtspause ist somit zu Ende. Der Angriff auf das letzte Problem der Alpen nunmehr in vollem Gange. Es geht, ist alles in Ordnung. Finger weg! Das habe ich mir schon gedacht, dass ihr das seid. Ihr habt uns die ganzen Steine am Schädel. Was? Den Stein habt ihr losgetreten. Wenn ihr schon unsere Falllinie klettert, dann haltet wenigstens Abstand.
drei Bergsteiger? Nein, vier sind es. Von da hierher. Mit Leute, komm, komm. Komm Sie. Bitte der Nächste. Sie sehen eindeutig, haben hier einen anderen Einstieg. Selmayr-Route ist hier mehr links, hier kurz und andere sind hier eingestiegen, gehen wir hoch und übrigens hier das Stollenloch der Jungfraubahn. Sie gehen hier unter der Route vorüber und steigen ins erste Einsfeld und treffen da auf die Route Meringen-Selmayr, steigen da hoch. Was sagen Sie zu diesem Traumwetter? Gar nicht sicher, ob das Wetter hält. Die Franzosen und die Italiener sind heute rein. Hä? In 3 Minuten, 2:50. Ich nehme eine halbe Stunde. Der Sieg oder Tod in der Mordwahl. Das ist ja wie beim Gladiatorenkampf hier. Das ist grauenvoll. Also, ich finde das kolossal aufregend. Herr Ober! Irgendetwas schief geht, würden Sie dann zum Einsatz kommen? Gesetzlich sind wir jedenfalls nicht dazu verpflichtet. Nein. Was macht denn der? Wer? Der stellt ja kaum Sicherungshaken. Wer denn? Einer von den Österreichern. Mein Gott, wenn der jetzt abrutscht, ist er fast eine ganze Seillänge. Ah, da sind Sie ja, unsere sauberen Gebirgsjäger. Zweifelsohne die wesentlich besseren Kletterer. Technisch Hausruhe überlegen, bei dem Tempo sind die morgen am Gipfel. Kann ich bitte jetzt auch mal durch? Hören Sie, ich habe das alles hier ganz gut im Griff. Machen Sie genügend Aufnahmen von den Zaungästen vom... Wo ist denn Ihre Kamera? Ja, hier. Na, jetzt wird nicht geschlafen, jetzt wird gearbeitet. Hören Sie, sagen Sie mir, dass ich mich in Ihnen nicht getäuscht habe. Hey, Junge, komm, lass mich mal wieder ran. Sorg dir dein eigenes Zauberglas, wenn du was sehen willst. Geht's nicht weiter. Das ist doch sinnlos. Da brauchst du ja für jeden Meter einen Haken. Ja, wenn du überhaupt was findest, wo du sie einschlagen kannst. Ist ja eine Idiotenroute. Könntest doch eine andere nehmen. Fängt euch ja keine an. Wir queren über die Platte, steigen an dem Kamin hoch und gehen dann übers Eisfeld. Da oben queren? Du sagst doch immer, geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Wenn wir jemals da oben ankommen, wird es fraglich. Und queren weiter unten. Ich habe eine gute Stelle gesehen. Schau mal. Schau. Das war historisch. Was? Historisch? Wo steckt ihr denn mit Ihrer Kamera? Quergang. Oder auch Pendelquergang. Hinterstoßener Quergang. Andi, damit wirst du berühmt. Andi, warte mal. Was ist? Vielleicht sollten wir das Seil dran lassen. Das ganze Seil? Das brauchen wir doch noch. Vielleicht. Sie
Kriegt man jetzt das Seilschaft? Auf gar keinen Fall. Warum habt ihr uns dann rübergelassen? Damit es nicht langweilig wird. Naja, ich meine nur, falls wir vielleicht den Rückzug antreten müssen. Jetzt übertreib's doch nicht mit deiner Vorsicht. Da oben, da geht's nach Berlin. Beschissen ohne Steigeisen. Muss halt ohne gehen. Die Österreicher haben auch keine. Ja, genau, das hilft natürlich. Was ist mit den Feiglingen? Haben schon aufgegeben? Toni, es wird gleich finster. Suchen wir uns eine nette kleine Pension? Über die Hälfte haben wir. Vielleicht schaffen wir es wirklich schon morgen. Freilich. Und zwar vor denen. Verehrte Herrschaften, ein Geschenk des Hauses zur erfolgreichen Erstbesteigung der Eiger-Nordwand, die unmittelbar bevorsteht. Morgen wird der Eiger bezwungen sein. Heute können Sie sich schon ein Stück von ihm einverleiben. Guten Appetit. Jawohl. Geben Sie mir doch noch einen von den süßen Bergsteigern da mit. Gerne. Elisabeth, bitte. Danke. Na, Glück gehabt, gnädige Frau. Wünscht einen guten Appetit. Oh, danke. Wenn es wenigstens ein Österreicher wäre. Morgen am Abend sitzen wir da unten mit lauter Weibern in einer brennend heißen Bordwanne und lassen uns feiern. Wir sehen. Erst, du schaust mir nicht gut aus. Das ist ja auch kein Schönheitswettbewerb. Ich muss nur ein bisschen schlafen. Na und? Filme versorgt? Ja, das ganze Material ist schon unterwegs nach Berlin. Also, so mache ich das. Muss ich mal kosten? Hab die Speise meines Angesichts aus der Eiger herausgeschnitten. Schmeckt sehr gut. Dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Das kribbelt auch bei Ihnen. Oder täusche ich mich? Kann sein. Vielleicht kennen Sie mich ja besser, als ich mich selber kenne. Gut möglich. Und woran liegt's? Geschultes Werkzeug. Mhm. Eine Lawine kommt, wächst mich. Oh. Und
Den Wind kannst abdrehen. Schluss, Willi. Wir gehen wieder runter. Es geht. Du musst nur aufwachen. Willi, du gehörst zu einem Arzt. Es geht mir gut. Erst da kommst du nie rauf, Willi. Nie im Leben. Halt's mal, Edi. Wenn du noch einmal so eine Scheiße sagst. Du, was ist los mit dir? Du hast jetzt komplett durch. Ich muss da rauf. So hat es doch keinen Sinn. Schau, da unten ist ein Ort. Da unten ist nichts. Da unten ist gar nichts. Nur da oben. Da oben ist alles. Edi, wach auf. Dann siehst du es auch. Der eine, das ist der Angerer, oder? Schauen Sie mal. Links neben dem komischen Sacken da. Genau, der hat irgendwas. Die Bergführer meinen, das wird heute nichts mehr. Und wenn die nicht Meter machen, dann ist der Durchschluss morgen auch unsicher. Das heißt noch 2 Tage bivakieren. Ja. Das Wetter schlägt auch nicht mehr um, also heute kein Gipfelsick. Kommen Sie, wir gehen was trinken. Was ist? Das muss dem Karl und dem Max ihr Zeug sein. Der ist der Kamerad aus München? Ja.
Sei leid. Eigentlich mit dem Angerer, Willi? Ja, markieren tut er jedenfalls nicht. Siehst du sie? Mehr oder weniger. Scheinbar sind sie jetzt eine Seilschaft. Aber der eine ist fertig. Schnell, das müssen wir abbinden. Ihr hättet eure eigene Route nehmen sollen. Das hättet ihr wirklich tun sollen. Wir müssen umkehren. Wieso denn umkehren? Weil wir mit dem nicht mehr raufkommen, das siehst du doch selber. Wir müssen runter und zwar schnell, sonst verblutet er. Hör's zu, ich schaff das schaff ich. Steig's hier weiter, ich kehr um und seil ihn ab, das geht schon. Ich schaff das. Du seilst ihn ab. Ich schaff das. Red doch keinen Blödsinn, das schaffst du nie im Leben. Ich pack das. Das ist eine gute Idee. Das geht schon, klettert's hier weiter. Das ist eine sehr gute Idee. Wir gehen jetzt weiter. Schafft es. Bis zum Gipfel. Hä? Andi, wenn wir die beiden alleine lassen, sind beide tot. Scheiße. Na gut, dann gehen wir zusammen. Wir gehen alle zusammen. Wir ziehen den hoch. Wir schaffen das. Red doch keinen Unsinn. Der ist absoluter Scheißdreck. Das weißt du genau wie ich.
Warum habe ich nur auf dich gehört? Weißt, Willi, wir sollten dich da einfach liegen lassen. Ja. Einfach liegen lassen, das hättest du verdient. Wir aus der Wand, wenn wir über den Gipfel gehen. Hör doch mal auf mit deinem verdammten Gipfel! Doch, das ist jedenfalls wahrscheinlicher als da runter. Über dem Westgrat sind wir ruckzuck unten im Tal und holen Hilfe. Andi, du weißt gar nicht, wie weit wir uns da oben noch hochkämpfen müssen und bis wir wieder unten sind. Ist der Tod. Das schwör ich dir. Wir müssen weiter. Warum habe ich nur auf dich gehört? Dann holen Sie ihn aus der Sitzung, Frau Temmel. Sagen Sie, die Geschichte ist am Kippen. Ja, ja, natürlich, Bart. Ist was passiert? Schluss aus, Besteigung gescheitert. Was? Ist das hier? Wir sind umgekehrt. Salzburg hat schlapp gemacht. Ja, ja, ich bin auch da. Einen Moment, Kindchen. Tag, Chef. Hören Sie, das hält nicht. Die beiden haben auch sowieso kein Interesse an der Bewegung. Wäre schwer geworden, aus denen deutschen Siegertypen zu basteln. Ja, danke. Wir sehen uns dann in Berlin. Reisen wir auch ab? Ja, das sieht so aus. Ja, aber ich meine, sollten wir nicht vielleicht berichten, was da oben passiert? Ich will Sie ja nicht belehren, Kindchen. Aber Sie brauchen entweder einen strahlenden Triumph oder eine grausame Tragödie. Eine gesunde Umkehr interessiert keinen Menschen. Kurze Notiz auf Seite 3. Das ist alles. Dafür müssen wir nicht hierbleiben. Thank you.
dem Sturm sind wir bestimmt nicht viel weiter runtergekommen. Glauben Sie? Ganz sicher. Kann man nur hoffen, dass Sie einen halbwegs geschützten Biwakplatz gefunden haben. Sonst... Vielleicht sollte ich meine Abreise an Weichen verschieben. Möglicherweise lohnt es sich ja noch hier zu bleiben. Ich bin Reporter, was wollen Sie? Sind Sie nicht auch ein Mensch? Gelegentlich. Vielleicht hat meine Nase dieses Mal ja Unrecht. Thank you.
Scheiß, wie weit ist das noch? Wird ganz nicht schön. Ja. Noch 4 Meter. Komm! Nachrichten! Komm! Auf! So, mein Willi. Jetzt haben wir ein kleines warmes Plätzchen für dich reserviert. Aber die Badewanne reicht allein. So lang. Vielleicht sind die vorbeigeklettert und haben das Band übersehen. Thank you.
Ich gehe wieder raus. Verdammt nochmal, auf Ihrem Zimmer ist sie nicht! Also! Ja, bitte, ja. Ich brauche einen Bergführer, sofort. Ja, wir kümmern uns darum, ja. Verbinden Sie mich mit Heinrich, bitte, ja. Und vergesst unser Verdächtnis! Ich wusste, dass ich mich nicht in dir getäuscht habe. Du bist genau wie ich. Du riechst die Geschichten. Noch bevor die anderen Wind davon kriegen. Hier, hier, hier. Das werden die Aufnahmen deines Lebens. Ich bin nicht hier, um Bilder zu machen. Thank you.
Überm Stollenloch 3-8, wenn der Sturm ihn nicht aus der Wand bläst, könntet ihr's doch schaffen. Hans! Das geht niemals. Wer bei dem Wetter in die Wand steigt, selber schuld. Wir haben alle Frauen und Kinder. Gehört der da oben zu dir? Ja. Der gehört zu mir. Heute kommt keiner zu ihm. Keiner. Nichts machen.
bin weit. Ich gehe nicht weg von dir, Toni. Hast 60 Meter Seil. Gut, das kann er einen Rebschnur raufziehen. Hans? Hä? Glaubst du wirklich, dass der... Wir können nicht ganz raufziehen. Das dauert eine Stunde. Darum muss er sich zu uns runterlassen. Ich hab gemeint, dass... Ich weiss, was du gemeint hast. Aber wenn er tot ist, lassen wir ihn auch nicht oben hängen, oder? So ein Schutzengel hat es schon gern, oder? Schau mal, wo die hockt. Die muss weg von dort, sonst geht die auch noch runter. Wenn sie die ganze Nacht durchgehabt hat, geht sie jetzt auch nicht mehr runter. Also, komm mit! Toni! Du musst dein Seil zu dir raufziehen! Daran kannst du dich dann zu uns abseilen! Hast du was zum Raufholen? Ja. Eine Rebschnur oder irgendwas? Ich habe keine Schnur. Keine Schnur. Ich habe keine Schnur. Oder ein Seilrest aufdrehen und die Linse zusammenknüpfen. Ich versuche. Wieso dauert es so lange? Er ist sicher halb erfroren, dein Mann. Aber er wird es schon schaffen. Toni! Es hört eine Weile da!
Christian! Los! Jetzt hast du ihn dann bald wieder, dein Mann. Das sind jetzt 60 Meter. Los, hol das andere Seil, schnell! Pressier! Die langen Seile hängen rechts im Gestell, los! Nimm Kletterseile, komm! Da muss er eben springen. Was? Ich komme! Stirbt. Bitte. Er stirbt. Komm zurück, Mädchen! Du bringst dich um! Nein, das ist sicherer. Thank you.
bin's, Luise. Toni. Bitte. Toni. Luise. Toni. Klar. Toni, halt durch. Nimm das Seil! Nimm's! Toni, bitte. Komm. Die Leiche von Toni kurz schon gebaut? Und die anderen, sind die schon gefunden? Und woran ist er gestorben? Erschöpfung, Kälte, Verletzung. Nein. Wir wissen es auch nicht genau. Was können Sie uns über das Mädchen sagen? Wie ist der Name des Verlobten? Den Namen bitte. Muss ein Schock für das arme Ding sein. Sicher. Was passiert mit den Leichen? Wir können doch nicht einfach draußen bleiben. Wir werden morgen mit Es tut mir leid. Glauben Sie mir, es tut mir entsetzlich leid. Hören Sie, was ich da gesagt habe. Letzte Nacht. Ich möchte nicht, dass Sie denken, ich... Die Sache ist eine fürchterliche Tragödie. Deutschland wird diese Männer nie vergessen. Glauben Sie mir. Wir kamen einfach, es ist sehr gut, wir waren so bescheuert. Wir können ja keinen Zaun aufstellen. Kommen Sie, ich bringe Sie heim. Ich bringe Sie zurück nach Berlin. Ich gehe nicht zurück nach Berlin. Ich gehe nicht zurück. Weißt du, so viele gibt, die so sind wie sie. Mich verschont hat. Und dass Toni damals für immer gegangen ist. Du hast gelebt, wenn du geliebt hast. Es gibt Stunden, in denen es mir unendlich schwerfällt, daran zu glauben. An den meisten Tagen spüre ich, dass ich lebe. Und dass die Liebe der Grund dafür ist.
sagen, dann ist das alles ein Kinderspiel. Drum hör mir zu und lass dir sagen, nur nicht verzagen, das bringt nicht viel. Das Leben muss doch manchmal neu sein, nur nicht zu scheu sein, hab doch Mut.